Yo, willkommen zurück im Untergrund, willkommen zurück zu Jedi Survivor, yay! Und ich wollte mal eben schauen, ob die beiden Gestalten aus der letzten Folge tatsächlich sich hier irgendwo aufhalten. Das, was sie versprochen hatten, sie wollten ja das Holo-Taktik-Spiel hier verbreiten. Darf ich hier nicht mit durch? Warum nicht? Hallo? Geil, das muss erst laden, okay? Na gut. Es gibt erstmal was Neues zu essen hier. Frische Huscheln. Delicious. So, guess the reference, please. Zurück in den Ranzladen. Ich meine, in dem besten Laden der Welt. Hallo. Nachdem ich diese Ruinen aus der Hohen Republik mit eigenen Augen gesehen habe, wie soll ich da an die Akademie zurückkehren? Solche Worte hätte ich von einer Historikerin nicht erwartet. Ich genauso wenig. Ursprünglich konnte ich es kaum erwarten, mich in einer Bibliothek einzuschließen. Wozu eine Ausgrabung besuchen, wenn du über 30 von ihnen lesen kannst, oder? Warum hast du dann beschlossen zu gehen? Es ist schwer zu beschreiben, aber je mehr ich lernte, desto mehr wollte ich mir die Hände schmutzig machen und das ausleben. Nicht nur an einem Terminal. Für die andere schon guckt so. Flecken darüber okay. Lesen, verstehst du? Dass hier alle irgendwie sitzen? Wie bist du auf der falschen Seite des Gesetzes gelandet? Stehen muss doch ermüdend Studium sein. Habe ich als Steuerbeamter für die Republik Betrugsfälle untersucht. So einer also. Steuereintreiber? Bis jetzt klingt das völlig seriös. So seriös, dass es todlangweilig war. Aber so lernte ich einen steten Strom von Leuten kennen, die verzweifelt nach einem Weg suchten, um zu bekommen, was ihnen zusteht. Sozusagen. Und du hast ihnen geholfen. Für einen Preis. Ja, aber meine Gebühr war nichts im Vergleich zu dem, was ihnen dieses korrupte System abverlangt hat. Wie du meinst, Moran. Sie sah jetzt gerade so ein bisschen traurig aus. So ein bisschen so, jetzt rede ich mit ihm, aber nicht mehr mit ihr hier. Der doch halt einfach so ein Megapint, oder? Das ist der berühmt-berüchtigte Megapint. Wir reden nachher. Er wird bis zum Anschlag gefüllt mit Whisky. Und dann schön auf Ex. So, ich schaue mir oben erstmal diesen Fischtank an, der jetzt hoffentlich durch den einen Dude da gereinigt werden kann. So unwichtig das auch ist, ach guck mal, hier sitzt er schon. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass ich das bin. Der hört nämlich auch nicht auf zu plappern. Wirf deinen Blick auf diesen wunderschönen Tank. Freut mich, dass du es geschafft hast. Am Anfang hat er keinen guten Eindruck gemacht. Es war klug von mir, ihn dreimal zu schrubben. Dann der Filterwechsel. Das sah ja aus, als wollte jemand ein Weichtier durch ein Sieb pressen. Hä, der sieht doch nicht gereinigt aus. Das wollte ich nicht hören. Der ist doch nicht sauber, Kollege. Was ist denn mit dir los? Kann ich hier irgendwo interagieren? Blendender Rayfish. Der Seefisch. Tankstatus schmutzig. Ja, was hat der nochmal gemacht? Gar nichts hat er gemacht. Nichts hat er gemacht. Gelogen hat er, das hat er. Wollt ihr sehen, was ich gefunden habe? Jo. Haben wir einen Bonus-Slot. Das war's allerdings auch schon. Was haben wir denn hier noch? Unbeugsam, unbeugsam, unbeugsam. Keine Unterbrechung. Absorbiere beim Sprinten einen Treffer, ohne unterbrochen zu werden. Cool. Gibt's das auch für Schwertangriffe? Dann boxt das. Dann boxt die Dingens hier, die. Was ist das? Schwertlanze noch ein bisschen mehr rein. Weisheit. Erhalte mehr Erfahrung durch Besiegen von Cool. Erfahren durch das Besiegen von Gegnern. Ja, da sage ich eigentlich nicht nein. Fluss, Machtregeneration, maximale Macht. Vielseitigkeit. Verursacht vorübergehend zusätzlichen Schaden, nachdem der Lichtschwitz-Kampfstil gewechselt wurde. Ich nehme das mit der Weisheit mal mit. Ja, bitte sehr. Eine sehr weise Entscheidung. Ich habe auch die Weisheit jetzt gekauft. Ja, ja. So, und du reinigst hier mal endlich den Schwand hier. Aus meinen Augen. Achso, Moment. Kann ich eigentlich nochmal mit der Sie sprechen? Oh, bei dir. Danke. Ja, danke. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Grenzgebiet von Marodeuren heimgesucht wird. Aber wieder einmal bieten ihnen die edlen Jedi-Ritter die Stirn. Ein schöner Gedanke, Sie, aber wir sollten vorsichtig sein, was den edlen Ritter angeht. Ja, natürlich. Viel Glück bei der Verfolgung dieser Spuren. Und bitte sagt Bescheid, falls ihr etwas findet. Ja, unbedingt. Gleich wieder vergessen.
Yo. Hey, Kleiner. Ich habe schlechte Nachrichten über unseren Lieblingsfanatiker auf Ordo Aris. Ich weiß bereits, dass Sorg Tormo ein neues Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Ach so? Einer deiner Stammgäste hat mich informiert. Sie hat die Haxion-Brut beobachtet. Also sind wir diesmal einen Schritt voraus. Man sollte meinen, der Typ würde es mittlerweile bleiben lassen. Ja, dann besuchen wir die auch mal kurz. Was du tun musst. Mach ich doch schon. Ich dachte auch immer so, guck mal, am Anfang wurde das echt angeteasert hier oder so richtig, ja, schon fast beworben, möchte ich meinen, dass man hier so einen Begleiter mitnehmen kann. Aber das hat sich irgendwie schon hier drin anders, Kerl. Ein kleines bisschen verloren. Wie das? Du bist definitiv entspannter. Stimmt wohl. Grease hat hier gute Arbeit geleistet. Fühlt sich an wie zu Hause. Grease? Ich glaube, ich habe noch nie einen Latero wie ihn getroffen. Das, und sieh, die da steht so, nickt das so. Sehr gut. Rede mit Bode. Nee, später. Hey, Kerl. Schön, dich zu sehen. Jo, schön, dich zu sehen. Laufendes Bierfass. Dann gehen wir mal zu Mandis. Kann ich nämlich hier die Quest auch mal abliefern. Beim Cordova. So, und wenn mal wieder die Berge da im Hintergrund ihre Textur nicht laden, dann kann ich da auch nichts für. War denn gleich nochmal die Mantis? Da war die Mantis. Kann auch keiner übersehen. Bei der Finne. Bei der Huckleberry-Finne. Ach so, wann haben die mich denn überholt? Ich wollte es ja nicht ansprechen, aber die beiden haben geheime Zwillingsbrüder. Lass uns später reden, Kerl. Hallo? Ich werde hier sein, Kerl. Und gleich werden wir auf Jeddah sein. Wohin jetzt? Auf nach Jeddah! Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Machst du Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Ganze. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Na, die packt danach noch was drauf. So gut ist die Rolle. Da drehst du dich nämlich ordentlich nach. Hinsetzen, wir sind da. Ja, ist ja gut. Und wieder einmal perfekt eingepackt. Kommst du nicht mit mir, Grease? Ich komme nach. Muss noch auf der Mantis bleiben und die Diagnostik prüfen. Wenn etwas repariert werden muss, werden wir die Anachoreten sicher gerne helfen. Verzeihung. Okay. Kommst tun du Sie nicht das? Mit mir, Grease? Oh, sorry. Ich komme nach. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja, Diagnostik. Ja, ja. Warte. Tschüss. Warte. Richtig unhöflich. Jetzt warte doch mal. Meister Cordova. Ich habe neuen Scheiß ausgegraben. Tschüss. Werde ich jetzt sofort ins Gespräch reingezogen oder darf ich noch kurz speichern? Perfekt. Ich darf noch kurz speichern. Sehr schön. Kannst losgehen, BD? Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen des Netzwerkes sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, dass sie durch das Aufnehmen von Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Kerl, du bist zurück. Hast du irgendwas gefunden? Ich denke schon. Gut,
das hört Cordova sicher gern. Das glaube ich sofort. Keine Sorge, hier geht alles klar, Kerl. Jetzt hätte in dem Moment so eins dieser Regale umfallen müssen. Wir wissen, was wir tun, Kerl. Hier geht alles mit rechten Dingen zu, Kerl. Wie war es, Zeit mit Meister Cordova zu verbringen? Ein unerwarteter Segen. Obwohl ich jetzt Konkurrenz habe. Was meint er damit? Meine Anachoreten folgen ihm überall hin. Sie verhätscheln ihn, bringen ihm Symbole ihres Respekts. Erstaunlich. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Unbedingt. Er kann dir bestimmt viel beibringen. Ja, den... den Humor hat er auf jeden Fall nicht auf sie übertragen. Er lacht die eigentlich auch irgendwann mal? Wir sollten nicht länger warten. Fürchterlich. So. Gute Reise, Kerl. Dieser Mangel an Humor. Boah, das war also ein bisschen herzlos, ne? Ja, gute Reise, tschüss. Ergebnisse mit Meister Cordova teilen. Teilergebnisse. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Das ist eine Bierdose, Mann. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen sie nichts von dem Unterschlupf. Ich habe mir sofort Sturmtruppler mit Schaufeln vorgestellt. Steckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier und mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Das auf jeden Fall. Wird der Marin auf jeden Fall mal gut tun, nach draußen zu kommen. Kriegst du ein bisschen Farbe im Gesicht. Aber wir brauchen einen Sparmehl, um hinzukommen. Sparmehl war das Wort ganz genau. Der Basis. Folge mir. Na, wie gesagt, ne? Wenn das Kamel wieder sparsam gekauft werden muss, dann ist es ein Sparmehl. Wieder bla bla bla. Genau, ausruhen. Ich ruhe mich ja schon aus. Ja, und sie flitzt um die Ecke. Ein altes Kloster der Anachoreten. Beeindruckend, nicht wahr? Ja. Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Seer und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Wir wussten, dass das Imperium eines Tages kommen würde. Nur nicht so bald. Jetzt kommt der Schaufeltrupp zur Sturmtruppler, die so, ne, fröhlich in Reih und Glied mit der Schaufel da vor sich hinlaufen. Dabei so ein Lied singen. Meisterin Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen. Wir sollen zu der Hexe. Das Imperium bedroht die Pilger zu. Nein, ich will das jetzt aber mit der Hexe wissen. Boah, sie geben einen Satz raus. Nice, Hexe. Ein Anachoret will mehr über Marin, die Schwester der Nacht, erfahren. Herzlichen Glückwunsch. Diese Texte sind einfach unendlich nützlich und eine Bereicherung für jedermanns Leben. Tja. Jedi Survivor. Hexe. Wow. Okay. Komm im zweiten Freilaufbüro. Auf der anderen Seite der Wüste. Können wir jetzt erstmal hinpilgern. Aber erstmal schön hier wieder die ganzen Echos wahrnehmen. Hier entlang, Meisterin Janda. Wir sind fast da. Hat jemand seinen Hut verloren? Was denkt ihr? Es ist alt, verlassen und mitten im Nirgendwo. Es ist perfekt. Fundament. Aha. Fundament. Hier und die Anachoreten entdecken den Ort, der im Archiv ihrer Heimatbasis werden wird. Die Anachoreten bringen zum Ausdruck, dass sie hier im Rahmen ihres umfassenderen Glaubens helfen werden. Ah, ja. Warst du schon mal hier? Ja. Ich habe nicht weit von hier einen Pilger vor einem Sturmtruppler gerettet.
Da ist unser Taxi. Ja, und das sind doch nicht die Leute mit den Schaufeln, die ich mir vorgestellt habe. Mist. Ausgeschaufelt. Eine Kuretenbasis. Ah ja. Und die stellen sich auch keine Fragen, warum hier die Sparmehle rumstehen. Okay. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Das hat unfassbar überhaupt gar keinen Spaß gemacht, mit diesen Viechern zu reiten. Es fühlt sich so ein bisschen danach an, als wären die so reingemoddet. Ich glaube, das war auch die Absicht davon. So, wo kann ich denn jetzt hier überall hin? Ich will doch eigentlich nur da drüben hin. Ich will doch einfach... Ja, okay. Ja, da soll ich hin, aber hab jetzt hier auch nochmal so ein bisschen Open World. Marin ist auch schon genervt. Aber wenn sie schon mal dabei ist, dann kann man hier doch bestimmt ein paar Sturmtruppler weg aufräumen. Ein paar Waschmaschinen ausgraben. Der Commander. Aha. Ein bisschen viel für die Wüste, würde ich meinen. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Und ich habe noch keine Farben. Oh mein Gott. So, Truck... okay, das hat ein bisschen was von Obi-Wan, würde ich sagen. Das ist aber, das ist auf jeden Fall der Raststätten-Schläfer 3000, ey. So, der Trucker-Verschnitt. So. Hätte ich mir noch mal eins von diesen Sparmehlen mitgenommen. Ich kann es echt kaum wieder erwarten, bis es Sommer wird. Ich habe es einfach vermisst, dass draußen so 60 Grad im Schatten sind. Ich freue mich schon. Das ist richtig geil, wenn du einfach so, ne, wie der eine Typ von Indiana Jones 1 so in der Sonne einfach wegschmilzt. Wenn du so denkst, du gehst halt so raus, so leicht in den Schatten, so alles völlig normal. Also wie kann man denn diese Tür übersehen? Ja, okay, sind Sturmtruppler, ne? So. Dann gehst du so mit einem Fuß so in die Sonne und der schmilzt einfach weg. So, einfach mal so aus dem Nichts. Ist ein bisschen uncool, ja. Wo bin ich denn hier wieder? Ja, okay, da geht's scheinbar zurück. Nein, ich will keine Markierung setzen, danke. Ciao. Was hast du auf deinen Reisen durch die Galaxis gelernt? Dass es manchmal das Beste ist, keine Fragen zu stellen. Und den Weg vor sich im Auge zu behalten. Oh, okay. Ich wollte eigentlich mal fragen, wie Sparmehle schmecken. Aber nein, ich Dropkick erstmal schön dieses Seil nach unten. Gibt es irgendwo noch ein Echo? Was ist denn das da? Der Eingang zur Basis. Herzlichen Glückwunsch. So, hier ist Archiv. Unwichtig. Unwichtige Infos 1 und 2. Ah, gut. Moment. Momentchen. Da gibt's doch irgendwie irgendwas, oder? Was dröhnt denn hier so vor sich hin? Da oben ist noch eine Waschmaschine. Frage ist, wie komme ich da hin? Guck mal, da kann ich ja eigentlich an der Wand laufen, aber das sieht so aus, als ob ich... Ach so, nee. Hä? Ja, okay, verstehe ich nicht. Wie komme ich denn... Ach, jetzt sag nicht, ich muss mich von so einem Sparmehl da auch noch ab... Oh, wieso? Warte, ich hole mal eben so ein Kamel. Sparmehl. Da unten schon die Gang. Der Wüstenläufer. Ja, was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Die Sonne schmilzt mir gerade mein Gehirn. Oh Gott, ey. Tag 3 in der Wüste. Du kommst nicht mit. Hä? Das solltest du alleine erledigen. Ey! Damit das Spiel schwerer ist, Kerl. Hä, was? Von was redest du?
gar nichts. Ja, natürlich. Achso, die geht. Achso. Ja, tschüss. Okay. Goldener Skryten. Juhu. Ich sollte vielleicht ausweichen. Ach, geil, ist golden. Golden und gefährlich. Nice. Du kommst an den Kamin. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich gegen ihn kämpfen sollte, aber. Wahrscheinlich hat er genauso wie diese Scheißkröte irgendeinen Angriff, der mich sofort killt. Aber so viele Leben hat er gar nicht mehr. So, du machst jetzt erstmal ein kleines Snickerchen. Au! Das war viel zu schnell. Hilf mir bitte! Daneben. Daneben. Oh oh. Oh nein, das ist ein Skorpion. Ja, okay, der ist auf jeden Fall deutlich machbarer als diese Scheißkröte. Was sieht jetzt gleich aus, die geheime Krötentechnik? Aus der Tasche? Au! Vielleicht ruft er noch so drei weitere Scheißviecher von sich. Kann ich das Licht schon nicht werfen? Ja, kann ich wohl. Au! Oh, das war ein kleiner Dinkerschlüssel! Au! Mach ich doch raus! Hilfst du mir mal? Ja, wenn ich mich weiter so anstelle, dann kriegt mich das Vieh noch. Na, easy, guck mal. Ah, du kleine Scheißerchen. Au. Boah, das sieht doch echt brutal aus. Hilfe! Okay, komm. Jetzt bitte! Ich mach aber auch nochmal sicher, dann. Hat das schon? Achso, ja, guck mal. Ich habe ihn Goldie getauft. Goldener Skryten. Legendären Gegner besiegt. Das raue Klima auf Jeddah zwingt die Bewohner dazu, sich entweder anzupassen oder zu sterben. Der Goldene Skryten hat das auf die Spitze getrieben. Dieser Spitzenprädator. Okay. Ist noch größer als der ohnehin schon furchterregende Skryten, greift härter an, bewegt sich schneller und hält länger durch als fast alle anderen Bestien auf dem Planeten, was ihm einen schrecklichen Ruf eingebracht hat. Naja, den schrecklichen Ruf kann er jetzt als Wandteppich vollkommen erfüllen. Nice. Yo! Easy. Und hier gibt's wieder was umsonst. Unnachgiebig! Neuen Bonus erhalten. Und mir fällt gerade auf, dass ich den anderen Bonus noch überhaupt gar nicht da reingepackt habe. Sollte ich vielleicht gleich mal tun. Denn Bonuserfahrung beispielsweise hätte ich für den echt gut brauchen können, habe ich natürlich vergessen. Sehr cool. Maren! Wie ist das gelaufen? Das ist erledigt. Danke für die Hilfe, Maren! Ich werde das jetzt immer wieder sagen. Immer und immer wieder. Ah, stimmt, ich brauche noch eins von diesen Sparmehlen, damit ich da an die komische Waschmaschine dran komme. So, wie kann ich denn. Nein, das war falsch. Bin ich da hoch? Jo. Hoffentlich lässt uns dieses Sparmehl nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Ey, ich bin super nachtragend. Ich kann da nicht hoch. Okay, auf jeden Fall kann ich hochspringen. Wie komme ich da hin? Kann ich da. Nee. Kann ich auch von hier oben angreifen? Nee. Ich würde ja eigentlich verlangen, dass man mit dem. Nur die Ruhe. Blaster da irgendwie hinkommt, aber irgendwie ist das auch nicht erlaubt. Ja, und das kann natürlich auch nicht da hoch. Ja, also Quatsch. Okay, dann muss ich da irgendwie später hin. Tja,
Die Wüste scheint ewig weiterzugehen. Ja, sie überrascht mich immer wieder. Ach komm, einmal muss ich jetzt noch schauen gehen, sonst wird mir das ja ewig vorgeworfen. Die Wüste lebt. Außer wenn Cal Kestis vorbeikommt, dann lebt ein bisschen weniger danach. Wie geht's hier? Ich denke mir doch so, guck mal, du kannst doch bestimmt, oder kann man da so hoch? Soll man sich da oben festhalten, als ob, oder? Ja, hat ja vorhin geklappt. Hä? Nee, da möchte ich nicht hin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso? Ach, oder? Ach so. Ja, okay, ist zwar ultra cheesy, aber hat geklappt. Wieder am Wasser, neuer Musiktrack. Dankeschön. Den werde ich mir bestimmt gar nicht anhören. Ja, Dinge, die die Welt nicht braucht. Wäre witzig, wenn sich da irgendwie so ein Vader versteckt oder so. Ups. Okay, hat ja fast geklappt. Hey, wie soll ich das denn machen? Ja, hat ja. Okay. Shit. Ich dachte, er kann jetzt nochmal springen. Muss ich dann nochmal gegen die Wand springen? Oder geht das doch so? Nee, das geht so. Trust me. Ja, fast. Du musst eins werden mit dem Felsen, haben sie gesagt. Das macht dich robuster, haben sie gesagt. Ja, okay, das, Du musst es wollen! Ach, ich hab gewollt, aber es klappt nicht. Wieso nicht? Was mache ich falsch? Muss ich da ganz oben? Mal gucken. Okay, ich mache noch einen Versuch. Oder zwei. Bevor mir die Lustbarkeit ausgeht. Schon an der Decke laufen. Das haben sie gesagt. Easy. First try. So, nimm doch das. Okay, danke. Ciao. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht sterbe. Das wäre gut. Sterben ist immer doof. Easy. Interessant. Eine Jedi-Schriftrolle. Die berühmt-berüchtigte. Wie findest du die Wüste, BD? Was gefällt ihm hier draußen? Das habe ich jetzt aber gerade anders verstanden. Ich habe übrigens von Wüste und das böse F-Wort gehört. Nee, komm, ich nehm kein Spamel. Ich mag die Dinger nicht. Weiß nicht. Für mich sieht das Vieh einfach aus wie eine laufende Anomalie. Eine großartige laufende Anomalie. Sieht das tatsächlich so ein bisschen extra wie heißt das nochmal? Terrestrisch, ne? Terrestrisch? Terrasse? Fahrt der Wiederherstellung. Nice. Da oben steht die Wiederherstellung in Form eines Sturmtrupplers. Der darf dann gleich mal Bekanntschaft mit meinem Laserschwert, der Wiederherstellung bekannt gemacht werden. So, moin! Oh nein! Tschüss! Tschüss! Und... Nicht schlecht, Jedi. Danke. Hast du auch was gemacht? Was suchst du hier? Die Galaxis versinkt im Chaos. Ich suche nach geistiger Klarheit. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das Imperium hat mein Zuhause zerstört. Alles, was mir geblieben ist, ist nur das bisschen Weisheit, das ich mit mir trage. Dann lass uns gemeinsam reisen. Der Weg zur Siegerzuflucht ist vorbei. Shit! Ergib dich! Hä, wieso? Jetzt macht ihr nochmal weg. Boom. Ach so, geil, die ist schon draußen. Du wirst zerbrechen. Au.
Typ an mein Schild. Au! Warum? Oh, vielleicht bin ich tatsächlich gleich ein bisschen sehr viel toter. Jetzt hör doch mal auf! Alles okay? Ah ja, geht so. Au! Du willst weitermachen? Ist echt gut. Oh doch. Nein, komm her. Macht's gut, ihr Idioten. Ja! Tschüss. Oh, die haben es jetzt, ne? Wenn du es beim Sonnenbaden ein bisschen übertreibst. Okay, Vater Wiederherstellung. Ja, ich guck mir lieber erstmal hier alles an. Bevor ich mich dann weiter über das Spiel aufrege. Da kann ich hoch. Mein Blaster hat Ladehemmung. Sie haben mir eine kaputte Waffe gegeben. Imperium würde dir niemals eine defekte Ausrüstung aushändigen. Nein. Hoffen wir, dass er funktioniert, wenn dieser Jedi auftaucht. Ja, ja, definitiv. Das wird schon. Glaube an deine Waffe. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich gar nicht, wenn ich den Gerüchten so glauben darf. Versperrter Weg. Ja gut, dann halt nicht. Na gut. Dann werde ich später zurückkehren. Oder ist das da oben irgendwo? Keine Ahnung. Irgendwie komme ich da noch nicht hin. Wie es scheint. Boah, ist auch recht heiß hier, ey. Ich hoffe, der Rentner. Ich hoffe, der Rechner brennt mir hier nicht durch. Aber wer weiß das schon. Reese wird es nicht zugeben, aber er hat dich vermisst. Ich habe ihn auch vermisst. Aber wenn du ihm das sagst, wirst du es bereuen. Hab verstanden. Danke, jetzt machen die mir erstmal hier meine Kombi kaputt. Ja, ich glaube, da kommen schon so leichte Flammen aus dem Rechner.